Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play oder einer kleinen Mini-Let's Play-Reihe. Und zwar spielen wir die Beta von Paladins. Bevor wir hier richtig losstarten gegen andere Spieler, kämpfen wir erstmal gegen den Computer, damit ihr mal sehen könnt, wie das Spiel ist. Aktuell gibt es, glaube ich, nur einen Modus, weil ich habe bis jetzt nur einen Modus gesehen. Vielleicht basiert das ganze Spiel darauf. Wir nehmen diesen komischen Goblin in einem Kampfanzug. Ja, weil ich kenne den schon. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder. Naja, das sehen wir dann. Geht gleich los. Und zwar jetzt. Wir spielen halt, wie gesagt, gegen. Ah, das habe ich ja schon gesagt, gegen Computer. Ah, hier kann man sich Karten aussuchen. Die machen dann irgendwelche Effekte. Zum Beispiel, der heilt. Was ist das denn? Die hatte ich ja noch nie gehabt. Cooldown um 10% weniger. Okay, machen wir das. Hier können wir schießen mit linker Maustaste und dann haben wir noch die Skills da unten. Wir müssen hier diese Spawn-Punkte einnehmen. Also diese seltsamen Punkte. Ja, diese Capture Points müssen wir einnehmen. Dann spawnt da so ein Panzer oder was das ist. Und damit müssen wir dann die Mauern des Gegners kaputt machen. Gibt zwei Mauern und halt so eine spezielle Mauer. Wenn die kaputt ist, dann haben wir gewonnen. Ja. Es ist halt ähnlich von ähnlich wie Overwatch von Blizzard. Hat aber auch seine Eigenheiten. Ah, die kam von hinten. Diese Schweine. Ja, wie gesagt, wenn man sie tötet, dann spawnen die auch so Medikits oder so Heilteile. Ja. Ging ganz gut ab gerade. Ah, Level up. Wir nehmen. Ja. Heilung, wenn wir fliegen. Ah, wir haben noch eins. Lifesteal with Weapons, ja. So, dass wir, wenn wir angreifen, auch ein bisschen Heilung bekommen. Ja, wie gesagt. Es hat Ähnlichkeiten mit Overwatch. Es hat aber auch Eigenheiten. Es hält jetzt auch nichts Besonderes, Neues, aber macht schon Spaß. Also, man kann es spielen. Aber mit dem Panzer kommen wir jetzt leider nicht durch. Weil, ja. Sie haben ihn leider zerstört. Ich weiß nicht, wo unsere Leute waren. Seltsam. Keiner von denen war da, außer einer. Dieser Fernando. War ein cooler Name. Hallo, Fernando. Ah, was haben wir hier? Nehmen wir die höhere Attack Speed. Ja. Ist wie gesagt ein Mini-Let's Play, davon kommen ab und zu mal unregelmäßig Folgen. Ich weiß nicht wie viele, aber ich versuche schon ein paar mehr zu machen. Ja, wir werden gerade extrem angegriffen. So ein bisschen Hilfe wäre gut. Danke. Jetzt heilen wir uns mal, indem wir sie hier den Jetpack benutzen. Habe ich schon wieder ein Level up? Ja. Ah, 80% Bonus Damage zu nahen Zielen. Das mag ich doch gern. Ah, komm. Komm näher. Dann mache ich dir mehr Damage. Ja, komm, der ist auch tot. Und der ist auch gleich tot. Weil ich sorge schon dafür, dass sie uns nicht erreichen. Nee, nee, Fernando. Kannst du mal sein lassen. Komm, hier an den Rand. Da gehen wir mal näher ran. Damit wir das Tor angreifen können. Ach, Scheiße. Hat nicht geklappt. Komm hier schnell weg. Jetzt bin ich tot. Den nehmen wir aber noch mit. Und den nehmen wir noch mit.
Puh, war knapp. Ich bin fast tot. Aber die konnten wir noch mitnehmen. 3 Sekunden kommt wieder so ein Panzerspawn-Punkt. Und zwar... Ah, da. Dann reiten wir mal dahin. Wieder ein Level up. Was haben wir hier? Gut, machen wir mal dann 40% Schadensreduktion, wenn wir diesen Skill benutzen. Und wir capturen den Punkt. Gut, wo sind die Gegner? Egal, wir haben den gleich... Ah, da. Wenn man von Teufel spricht. Na komm. Du darfst auch sterben. Aber ich war nicht derjenige, der die getötet hat, leider. Jetzt? Ne, auch nicht. War unser NPC-Freund. Egal, der Panzer ist da. Versuchen wir den mal zu eskortieren. Ja, aber das ist das ganze Spielprinzip. Mehr kenne ich bisher nicht. Es gibt verschiedene Maps. Ich glaube 2 oder 3 bis jetzt gesehen. Und ein paar Helden. Es kommen immer wieder neue dazu. So wie man das aus dem Genre hier kennt. Ich würde sagen, das ist so ein MOBA-Genre. So eine kleine Art von MOBA. Oder eine neuere Art von MOBA. Der ist tot. Der ist tot. Und der ist tot. Und die Mauer ist auch gleich besiegt. Konzentrieren wir uns mal nur auf die Mauer. Ja, kaputt. Ah. Weg, 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 weg. Ich will nicht sterben. Doch, ich bin tot. Gut, wir haben neue Karten erhalten, anscheinend. Nö. Ach so, Cards on cooldown because you died. Ja, das kommt schon vor. Gut, das erste Tor der Gegner ist kaputt. Ich mache auch immer ein Match pro Part. Obwohl, ich könnte auch 2 machen. Ja, machen wir mal 2. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das ist. Doch, weiß ich, 7 Minuten. Ah, 2 sind besser. Okay. Da ist die auch tot. Ja, wir dominieren, ganz klar. Ah, machen wir unser doppeltes Geschütz. Kommt doch her, wir töten euch alle. Ah, immer diese Killstealer. Nee, nee, nee. Ja, und so geht es das ganze Spiel lang. Panzer rufen, mit Panzer versuchen, Mauer kaputt zu machen. Increase Duration by 100. Okay. Nee, 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 kommt nicht an den Panzer ran. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Nee, ich versuche es zu verhindern. Und ich werde es auch verhindern. Wenn ich denn drankomme. Kommt doch her. Kommt her. Na, kann ich hier noch ausschalten? Oder lieber die Mauer? Oh. Nee, ich bin tot. Unser zweiter Tod. Okay. Aber auch die zweite Mauer von denen ist angeschlagen. Das heißt, die haben wir bald auch kaputt. Ja. Aktuell bin ich mit Abstand Platz 1. Was die Punktanzahl angeht. Und der Capture Point ist da hinten. Gut. Machen wir uns mal auf den Weg dahin. Da sind nur 2 Leute von uns. Zumindest sehe ich nur 2 Leute. Man weiß ja nie. Da ist auch ein Gegner. Aber nur einer. Komm schon. Mach dein scheiß Schild weg. Ihr habt keine Chance gegen uns.
alles sehr einfach. Okay, sind ja auch nur Computergegner. Na, gegen echte Spieler sieht das natürlich ganz anders aus. Aber ja, das ist mein Lieblingschar, den ich gerade spiele. Von denen, die ich bisher angespielt habe, zumindest. Und wir haben wieder eine neue Karte. Machen wir nochmal Lifesteal. Lifesteal muss ja bedeuten, dass wir uns heilen für den Schaden, den wir machen. Komm. Hier, Fernando, stirb. Wie durft ihr auch weiter vorausgehen, die Computer, wenn man sie angreift? Weil sie nur diesen Panzer kaputt machen wollen. Naja. Ja, wir heilen uns. Piu, piu, piu. Oh Gott, was die für Kommentare machen. Na? Nein, du darfst auch nicht weiterleben. Du darfst auch nicht weiterleben. Und jetzt machen wir die Scheißmauer kaputt. Kommt schon. Leute, konzentriert euch. Ja. Nein! Sie konnte sich heilen. Oh Mann. Konnte sich die Mauer wieder heilen. Aber wo waren die Penner auch? Ah, ja. Ja, danke für die Heilung. Trotzdem scheiße, das war deren Schuld. Hätten die mal mehr Damage auf die Mauer gemacht, dann wäre sie jetzt kaputt. Okay, da hinten ist der Capture Point. Vielleicht gibt es doch nur ein Match pro Part. Ist ja jetzt schon bei 12 Minuten. Komm, wo willst du hin? Ignorier mich nicht. Wenn ich auf dich schieße. Alter, ignoriert er mich einfach. Und dann klaut er mir auch den Kill, ne? Ja, sowas mag ich ganz besonders gerne. Cooldown reduzieren um 10 Sekunden. Ist immer ganz gut. Da kommt gleich der Panzer. So. Panzer wieder da. Wie viele Helden es gibt, weiß ich zurzeit nicht, aber es kam neulich ein neuer dazu. Zumindest habe ich eine E-Mail bekommen, dass ein neuer Held da ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt da ist oder ob er jetzt noch kommt. So eine Eismagierin. Können wir uns ja alles angucken. Ah, wir heilen uns schon ganz gut mit dem Schaden, den wir machen. Finde ich gut. Ist schon eher ein tankiger Charakter. Komm, den können wir wieder aktivieren. Nee, jetzt mache ich vollen Damage auf die scheiß Tür hier. Komm schon, das muss jetzt diesmal aber klappen. Geht doch. Auch wenn ich dafür sterbe. Aber wir haben das Ding ins geschafft. Ja, wir haben viel Schaden bekommen von Fernando, Cassie, Barrick und... Ja, nochmal Barrick. Gut. Dann mal gucken, was weitergeht. Ich denke, noch zwei Panzer werden wir brauchen. Oder einen. Vielleicht nur einen, vielleicht auch zwei. Wenn wir Pech haben, drei. Aber das glaube ich nicht. Ich bin ja auch noch da. Bin fast bei 1000 Punkten. Oder eher 800, aber... 1000 werde ich auch noch erreichen. Hey, machen wir unser Schild. Komm. Heilen wir uns mal. Gut. Naja. Das ist halt das komplette Spiel hier. Panzer holen, Mauern einreißen, Helden töten, Sachen freischalten, neue Karten am besten.
Ich glaube, wir sind übrigens auf Maximallevel. Das heißt, mehr werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Ah, ne, doch. Ja, jetzt haben wir das nochmal. Mit dem 80 Bonus Damage. Bei nahen Ziel. Warum treffe ich den nicht? Jetzt treffe ich ihn. Und mache ich mehr Damage bei nahen Zielen? Ja. Ich weiß nicht. Kam mir nicht so vor. Kann natürlich auch sein, dass ich bis jetzt immer an nahen Zielen dran bin. Oder ganz nahen Zielen dran bin. Aber ich mache dem genauso viel Schaden, wie ich dir genauso viel Schaden mache. Oder muss ich dafür was drücken? Ich habe keine Ahnung. Aber ihr werdet alle sterben. Komm, du machst ihm keinen weiteren Schaden mehr. Wird das auch sterben? Ah ja. Das ist die letzte Mauer von denen. Da versuchen wir mal maximalen Schaden drauf zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Mit einem Panzer. Ne, werden zwei. Also noch ein weiterer. Oder? Nee. Jetzt mal schnell hier weg. Schnell das Schild machen. Nee. Da wurde... Nee, das ganze Team wurde nicht ausgeschaltet. Ja, komm. Doch. Aber die leben wieder. Die waren alle tot. Mittlerweile bei 903 Punkten. Okay. Das sieht auch beschissen aus, wie das, wie dieser mechanische Roboter hier auf dem Pferd reitet. Passt überhaupt nicht. Naja. Da ist der Capture Point, da die keine Mounts nutzen oder so, die Computer, sind wir als erstes da. Und noch mehr. Hier, Krog, stirb. Du da hinten auch. Alfredo. Oh. Das war der Depp von Kevin. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ja, ich will gerade im Hintergrund Rocket League. Vielleicht hört ihr es, vielleicht auch nicht. Aber den Controller habt ihr wahrscheinlich gehört, wie er meinen Controller fast geschrottet hat. Naja, ich weiß nicht, was er da gerade am machen ist. Vielleicht falsche Dinge, die wir besser nicht wissen sollen. Naja. Oh, kommt schon. Kommt, ich will euch töten. Cassie stirbt auch. Krog und ich auch. Das heißt ich auch, aber der meinen Charakter auch spielt. Ja. Doch, wir haben 996 Punkte, die 1000 kriegen wir. Die 1000 werden wir kriegen. Komm schon, Cassie, stirb. So, können wir Schaden auf die Mauer machen. Ich glaube, dass das nicht klappt. Oder? Klappt das? Wird knapp, aber könnte gehen. Warum nicht mit zwei? Ja, geschafft. Victory. Die ballern fröhlich weiter. Gut, es gab 75 Knockouts, 5 Tode, 47 Killing Blows. Mein Score ist direkt ist genau 1k. Ich habe 162k Damage gemacht. 0 Gold bekommen. Erfahrung habe ich... Ja, 150.000 bekommen. Ja. Und ich habe eine Truhe bekommen. Gehen wir mal zur... Nee. Öffnen wir noch die Truhe gemeinsam für diesen... In diesem Part. Loot Chest. Nee, habe ich doch nicht bekommen. Crafting. Okay.
Eine Rare Card machen wir mal. Rare! Okay. Das war's für diesen Part, Leute, und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin unseren Kanal anschaut, etc. Bis dann, ciao!